Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pandemonium 2. Letzte Aufnahme am 15.03.2017, weil nur noch Endgegner besteht vor uns. Und das Gute ist, ihr könnt jetzt schon an der Partlänge gucken, wie gut ich mit ihm klarkam. Also wenn da vorne eine 1 steht, also jemand mit 10 bis 20 Minuten, ist das ganz gut gelaufen, sag ich mal. Ab 20 Minuten denkt man sich schon, okay, da gab es einige Probleme. Ab 30 Minuten... Der wird halt ein unangenehmer Part. Also für mich auf jeden Fall und für euch wahrscheinlich auch. Nee, ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet. Aber erstmal Le Passwort eingeben. Das Schöne ist, ich werde gleich auch direkt im Anschluss das neue Projekt aufnehmen. D. Weil ich gehe mal davon aus, also ich sage, ich brauche jetzt 2 Stunden für den Gegner. Das kann natürlich sein. Gehe ich aber erstmal nicht von aus. Aber will ich auch nicht ausschließen. So, N, J. Ah, ich weiß, letztes ist ein E. J und E. Aufnehmen tue ich. Ich habe Game Sound. Ja, ich habe Game Sound. Sehr gut. Akzeptieren. Und das Schöne ist, ich glaube wirklich, ne, ich würde ja nächstes Mal gerne einen Stream machen. Ich glaube, dass, ja komm, gehen wir direkt schon mal in das Level. Das Stream-Ankündigungsvideo müsste, glaube ich, zu diesem Part, also bis dieser hier auch rausgekommen ist, eigentlich schon rausgekommen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, ich habe es hinbekommen. Und zwar, ich hätte mir gar keine neue Webcam holen müssen, sondern ich glaube, es liegt einfach am Browser. Also mit Mozilla hat er nicht funktioniert. Ich habe immer nebenbei beim Stream Mozilla laufen lassen, weil ich natürlich immer den Chat halt mitverfolgen möchte und so ein Kram. Nee, nicht schon wieder so ein... Nein, ich bin dumm. Ah, das war das falsche Level. Jo, quit, yes. Ich muss das nochmal machen. Nee, dann sehe ich... Nee. Was? Wie? Nee. Ey, sorry, ich muss das nochmal eingeben. Ich war echt im falschen Level. Verflucht. Ey, ich will das wirklich nicht nochmal machen müssen. Das wäre mega uncool. Da hätte ich jetzt echt keinen Bock drauf, weil es war ja echt lang. Da muss ich gleich echt notfalls nochmal kurz im Internet gucken. Auf jeden Fall, ne? Kein Mozilla, sondern Google Chrome. Nur ein paar Add-ons wie heißt das? Doch, Add-ons runterladen, ne? Glaube ich. Plugins. Hier, Adblocker und so ein Kram. Und da würde ich den nämlich einfach dann beim Stream laufen lassen. Ich komme da nicht rein. Doch, es öffnet sich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, Alter. Das ist sehr gut. Das freut mich wirklich. So, du Kackuhr. Zorrascha. Auch wenn du halbnackt und blau bist. Ist mir egal. Und sexy Strümpfe hast. Komm. Rupse Buddha. Machen wir. Jetzt habe ich gar kein Getränk hier. Scheiße. Ist mega geiles Wetter übrigens, ne? Das macht direkt richtig gute Laune. Also mir zumindest. Gibt ja Leute, die mögen Sonne nicht. Ich kann, also mein Körper kann damit nicht viel anfangen, aber fürs Gemüt ist das schon ganz gut. So. Und jetzt gegen die kämpfen? Hat sich jemand heraufbeschworen? Oder sie verwandelt sich in irgendwas. Auf ins Getümmel! Was ist das? Hä? Ich habe noch nicht... Was passiert? Oh mein Gott. Ach du Scheiße! Was ist denn hier los? Ach cool! Okay! Da ist natürlich... Okay. Es ist so ein bisschen, Ich weiß trotzdem nicht, was ich... Okay, ich muss die grünen Dinger auf jeden Fall kaputt machen, denke ich mal. Ist so ein bisschen so Flug-Dings-Ballerspiel-Steuerung. Das heißt, ich falle eigentlich die ganze Zeit runter. Es gibt schon etwas Schwerkraft, aber ich kann auch der Schwerkraft entgegenwirken. Und ich gehe mal erstmal ganz stark davon aus, dass wir die grünen Dinger kaputt machen. Oh, bist du hässlich. Heilige Scheiße. Gut. Hat sich das Thema zumindest schon mal geklärt mit dem Sex-Appeal? Uiuiui. Ja, okay, der ist Kaborski. Was ist hier unten los? Der hat noch irgendwas Lustiges in der Hand. Oder sie besser gesagt. Also das Ausweichen ist es ganz gut, dass ich in 3 Dimensionen ausweichen kann. Au, toll. Bitte lass mich nur die Sachen kaputt machen müssen. Jetzt mal schön die Nippels. Nippler. Futurama. Uiu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 
fuck. Okay. Ich hoffe, ich kriege hier noch irgendwie Heilung ein bisschen, ne? Also, es ist gar nicht so leicht, ne? Also, man kriegt auch so einen leichten Fingerkrampf. Und vor allem, die Dinger ziehen ja was ab, sag mal. Boah, Scheiße. Okay, ich bin echt tot. Was muss ich jetzt hier kaputt machen? Das dreht sich nur. Kann ich das kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ist ja vielleicht noch irgendwas am Popo oder so. An einem Bobus. Nee. Ihm schritt vielleicht. Nee, nur zwischen den Armen, ne? Also zwischen den Händen. Aber ich muss echt vorsichtig sein, weil ich habe keine Energie mehr. Also wirklich gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich die roten Sachen schon kaputt machen kann. Scheiße. Es geht nicht kaputt, ne? Es stirbt einfach nicht. Oh, wo kommt das denn her? Ich liebe dich. Okay, die Steuerung ist auf jeden Fall alles andere als träge. Das ist sehr gut. So. 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 Ja, das hat mir natürlich mega viel Energie abgezogen, aber jetzt habe ich ja hier eine ganz gute Möglichkeit, das kaputt zu machen. Ja! Wow, was ist passiert? Hilfe! Alter, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Oh mein Gott. Anus. Immer schön im Kreis. Im Kreis. Es ist kaputt. Alter. Das ist sowas von krank, ne? Und gruselig. Ja, klar. Oh mein Gott. Alter Vater. Okay, da habe ich nicht viel Zeit. Schießt du auch noch oder so? Ja, du schießt tatsächlich. Ja, mich ein bisschen als Second Samurai, ne? Vom Bosskampf her. Ja, habe ich nicht getroffen. Schade. Ich hoffe mal, hier war ein Speicherpunkt. Ansonsten, also ich werde auf jeden Fall die erste Stufe um einiges besser schaffen können. Wenn ich mich ein bisschen anstrenge und so ein bisschen darauf konzentriere. Oh mein Gott. Okay. Ja, schade, dass wir beim Zurückgehen... Also, das Treffen ist hier gar nicht so leicht. Muss man dazu sagen. Kann die Augen auch nicht zerstören. Fuck, okay. Ah! Boah, es ist echt so ein krankes Spiel. Da habe ich schon echt lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich zu tief irgendwie fallen kann. Also, wenn ich da wirklich zu lang vielleicht nicht nach oben fliege oder so. Okay, aber das zu treffen ist echt schon schwierig. Ich weiche ihm jetzt gleich einfach mal nicht aus, wenn er auf mich zukommt, sondern ich versuche einfach mal abzuschießen. Also, dass die Schüsse mir Schaden machen, da gehe ich einfach jetzt gerade mal ganz stark von aus. Alter, das Feuer macht natürlich auch Schaden, ist klar. Ja, wusste ich doch. Ah, ich habe getroffen einmal. Hey, immerhin, ne? Ach, scheiße, ey. Das ist nicht ohne, echt nicht. Oh, ich bin fast tot, ne? Die erste Stufe hat mich gut gebumst. Kann man leider nicht anders sagen. Das Gute ist, der berechnet nicht meine Flugbahn mit, sondern der, ich habe einmal getroffen. Sehr gut, okay. Schön. Freut mich wirklich. Oh, mal gucken, wie oft ich ihn treffen muss. Komm! Ah, shit. Ich glaube, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob das ein Treffer war. Das heißt, das Ausweichen der Schüsse ist erstmal relativ gediegen. Also wirklich in jeglicher Form. Ich glaube, der hat bei keiner Stufe irgendwie meine Ballistik mitberechnet. Oder die Ballistik. Ich nenne es immer Ballistik. Also das bedeutet bei mir eigentlich nur das Einrechnen, deswegen ich noch zurücklege. Dass er quasi dahin schießt, wo ich dann sein werde, wenn der Schuss da ist. Ei, ei, ei. Okay, ich wollte gerade sagen, ich schieße nur noch ein Auge. Gutes Zeichen, aber es war leider nicht so. Alter, okay. Also ich weiß wirklich nicht, wie lange das noch dauert. Also ob ich jetzt noch 40 Mal treffen muss, ob ich ihn noch einmal treffen muss, das kann alles sein. Natürlich ist der Feuerstrahl, ne? Also ich darf das schon, ein bisschen berühren. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wenn mich seine Lippen berühren. Ah, ich... Oh Mann, ich bräuchte mal ein bisschen mehr Feedback, wenn ich treffe. Dass irgendwie aufleuchtet oder so. Das ist auf jeden Fall um einiges praktischer für mich. Und das ist auch mega schwer abzuschätzen, echt. Ein Fadenkreuz wäre ganz nett. Oh, scheiße, ich bin tot. Nein, doch nicht. Okay. Irgendwie habe ich es überlebt. Und dass die Hitbox besser definiert werden würde, das wäre auch gut. Aber das kann ich von dem Spiel nicht verlangen. Es ist alt. Oh, cool. Ah, okay. Ich habe ihn getroffen. Tatsächlich. Ein bisschen über die Nase geschossen.
Hat noch gezählt. Sehr gut. Ja, okay. Jetzt ziehen wir es durch. Ach, komm, ey. Kennt ihr das, wenn Kämpfe so lange dauern, dass ihr aus Langeweile oftmals Scheiße baut? Weil es einfach so lange dauert und man sich den Push-Scheiß, muss ich alles nochmal von vorne machen. Die Gefahr habe ich jetzt hier natürlich auch. Das Ausweichen, wie ihr seht, ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Sondern das Versuchen des Treffens. Und die Versuche des Treffens, die sind eher das, was mich vor Probleme stellt. Komm, schieß mit deinen Augen. Pfiaus, pfiaus. Okay, man kann natürlich immer nach links und rechts düsen. Ist auch nicht so verkehrt. Bevor Mund auf hat, ist das wahrscheinlich die sinnvollere Möglichkeit. Aha. Ach, shit. Nee, ich glaube, wenn er in der Rückwärtsbewegung ist, dann kann ich ihn auf jeden Fall nicht mehr treffen. Oi. Alter, wie viel hältst du denn noch aus? Und vielleicht habe ich ihn auch wirklich erst zweimal getroffen. Kann auch sein. Wäre nicht so cool. Ui! Okay. Ah. Oh, warum gibst du mir hier nicht ein Maschinengewehr, ey? Hör ich doch mal an, wie jetzt hier beim vierten Boss von Le Crash die Bandicoot war. Das war super. Da! Ja! Explodier! Du Sau! Scheiße, geht noch weiter. Boah, warum denn? Ich bin auf dem Kopf. Was zum... Da passiert doch irgendwas. Was stand da unten? The End. Das ist der Körper. Ach so. Das verstehe ich jetzt erst. Jawohl, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Okay, das war's. Huch! Ich dachte, da wäre jetzt ein etwas spektakuläreres Endvideo. Okay, gut. Das war jetzt doch relativ enttäuschend, muss man sagen. Man hat die Olle da ein bisschen tanzen sehen. Ein bisschen mit dem Arsch gewackelt und das war's. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, ne? Oder heißt die Befürchtung? Kann man mehr sagen Hoffnung? Weiß ich nicht. Es geht noch weiter. Aha. Ja, okay, das sind wenigstens keine langweiligen Credits. Haben sich ein bisschen was einfallen lassen, das ist nicht schlecht. Und die haben auch alle Spitznamen, die Namen. Ich habe ja aber auf jeden Fall ein bisschen die Befürchtung, als hätten Fagus und Niki unterschiedliche Endsequenzen. Aber das werden wir herausfinden, weil ich werde es halt einfach nur mit den letzten Kampf mit Fagus machen. Weil wäre natürlich cool. Beziehungsweise ich würde mir erstmal, da kann ich eben eigentlich sogar parallel mal machen, während ich hier aufnehme. Ah, okay. Ach so, hat er erwischt. Hat man da mal Hunde als Gegner? Ich weiß es nicht. Da muss ich guck gerade mal nach, warte mal. Während jetzt hier die Quests durchlaufen, ob es hier verschiedene Enden gibt. Ja, ja, ist okay. Moin, gib mir auf den Keks. Erst einmal Google Chrome benutzen, ne? Neum 2 Endings. Ja, es gibt offensichtlich zwei verschiedene Enden.
Hervorragend. Ja, gut. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich denke mal, die Quests werden wahrscheinlich gleich sein. Das heißt, ich fange jetzt noch nicht sofort mit dem nächsten Spiel an. Nee, nee. Kenford, Fredford, Paul Reiche der Dritte. Was ist ein Virtual Bob 3D? Das ist ja lustig. Nee, cool. Also sowas mag ich dann wiederum. Ne? Ich glaube, das war ja beim ersten Teil, da gab es halt nur das eine Ende. Aber ich denke mal, der Endkampf wird auch mit Fagos genauso sein wie mit Niki. Außer ich vielleicht noch ein bisschen mit meinem Stab rumschmeißen kann. Jetzt weiß ich auch, was zu tun ist, was ja auch ein Riesenvorteil ist. Take 4! Finde ich auch interessant, dass diese Outtakes einfach umfangreicher sind als die Endsequenz von Niki. Nee, weil ich habe ja schon gedacht, weil das war halt schon wirklich sehr auf Niki fixiert, ne? Dass die halt quasi den Kometen da bekommt, ihren Traumkometen und dann tanzt und im Universum irgendwie eine Party feiert oder so. Keine Ahnung. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ist ja auch egal. Soundeffekte. Das sind also diejenigen, die für verantwortlich sind. Habe ich verstanden. Woran grillt sie das? Ach, die Viecher! Die gibt's ja auch noch. Die haben... Ich weiß auch nicht, was für eine Rolle diese Viecher jetzt eingenommen haben. Man könnte ja meinen, so im Laufe des Spiels, also gerade beim zweiten Endgegner, dass man dann jetzt irgendwie... Dass das unsere Gefährten sind, die uns in der Form helfen, ne? Aber endlich sind wir auf denen einfach nur rumgehüpft. Und haben ein paar davon einfach mal getötet, als wir in der Bahn gefahren sind, im Soul Train. Average White Man. Auch nicht schlecht. Also Spielklasse gab es auf jeden Fall, klar. Also Bugs gab es hier nicht viele. Das kann man sagen. Aber ich kann jetzt eigentlich auch schon mal ein kleines Resümee abgeben, bevor wir gleich das zweite Ende angucken. Also das Spiel hat mir auf jeden Fall gefallen. Definitiv. Hat, wie gesagt, um einiges mehr an Abwechslung geboten als der erste Teil. Also sowohl vom Gameplay als auch vom Level-Design. Das ist so typische PlayStation 1 Barbie-Frau, ne? Echt. Er hat auf jeden Fall einiges mehr an Abwechslung geboten als der erste Teil. Die Musik war ein bisschen prägender. Also die ist ja bei mir persönlich im ersten Teil auch komplett einfach an mir vorbeigezogen. Aber hier war schon so ein bisschen peppiger, kann man sagen. Warum man hier mit Fagos spielen sollte, ich habe keine Ahnung. Also abgesehen vom unterschiedlichen Ende, ne? Aber jetzt kann ich gleich dann einfach wahrscheinlich die letzte Mission mit ihm einmal spielen. Dann ist das Thema nämlich auch durch. Warum man damit Fagos spielen könnte, nur weil der so einen Stab hat, den man so ein bisschen in die Richtung steuern kann, in die man die schmeißen möchte. Und natürlich eine Rolle kann, das darf man nicht vergessen. Wüsste ich auf jeden Fall aber trotzdem nicht, was ich dann, warum ich den wählen sollte. Weil der ist einfach für die normalen Jump'n'Run-Level überhaupt, also in jeglicher Form meiner Meinung nach, im Nachteil. Ich habe das ja hier gehandhabt wie im ersten Teil, dass ich da auch einfach nur das erste Level mal kurz mit Fagos gespielt habe und dann mich beim Rest eigentlich wirklich auf sie konzentriert habe. Genau auf sie. Der ist aber nicht so schnell gesprungen, wie die jetzt da hinterhergezogen worden ist. Das ist unrealistisch. Ja, aber ansonsten wirklich ein cooles Spiel, also sehr kurzweilig. Das wäre aber auch, ich sag mal, ein typisches Videothekenspiel. Das leitet man sich mal samstags aus, zockt dann in zwei Tagen durch. Was habe ich jetzt gebraucht? 15 Parts oder was? Das hat mal, ja, ich sag mal, maximal 4 Stunden gewesen sein. Ich muss ja auch nichts holen. Man hat ja jetzt auch, abgesehen davon, jetzt nicht unbedingt noch einen Ansporn, irgendwas zu holen. Also hier gibt es ja kein 100%-Ende oder so. Aber wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich meine, ich hatte aber beim ersten Teil schon nachgeguckt, als ich den ersten Teil noch gezockt hatte. Pandemonium, the end. Achso, 2. Das war, habe ich unterschlagen. Also wieder so richtiges Hippie-Bild. Das ist so klar, ne? Echt. Gut, kommt jetzt noch was, oder? Ich finde das Gesicht von Fagos echt so gruselig, ne? Gerade wenn er dann eigentlich so comicartig ist und dann einfach sein Nori. Es gab einen Tempel von Nori, hier ist ein Level, ne? Klar. Aber gerade wenn das Gesicht dann auch so irgendwie einigermaßen realistisch dargestellt ist. Ja, aber unter anderem, ich versuche gerade zu überlegen, welchen Teil ich besser finde. Ob ich den ersten besser finde oder den zweiten. Den ersten fand ich halt einfach so von der ganzen gesamten Aufmachung her ein bisschen besser. Also das war halt alles sehr viel fantasievoller und so. Ich meine, das ist natürlich auch mega bunt, das Spiel. Das kann man ja nie anders sagen. FK D A G N Adoption Baby J und E. Also wie gesagt, das ist ja auch alles andere als eintönig, das Spiel. Aber weiß ich, im ersten Tag kam so ein bisschen mehr so dieses Pandemonium-Feeling, so wie ich das zumindest auch kenne, kam da ein bisschen mehr durch. Ich kann nicht sagen, woran es liegt.
Aber ich kannte beide Spiele. Also ich, Pandemonium 1 habe ich früher zumindest mal gesehen gehabt, ne? Es, also da habe ich meinem Bruder zuguckt, wie der halt gezockt hatte. Für mich war es damals irgendwie nichts, das hatte ich auch schon mal erklärt, weil die Charaktere für mich einfach absolut unsympathisch waren. Eben auch jetzt, ich finde jetzt nicht, dass die Charaktere irgendwie viel Persönlichkeit haben, die sind ein bisschen auf cool getrimmt in diesem Teil. Da stehe ich eigentlich nicht so drauf. Aber gut, jedem das sein. Ach, ich kann ja gar keinen Doppelsprung. Ah, erstmal dran gewöhnen. Werf ich jetzt mit meinem Stab eigentlich kaputt? Kann ich das wegdrücken? Natürlich nicht, okay. Ja, ja. Verwandel dich in deinen Butterkram da. Ich werde noch eben auf einmal kurz den Kampf machen. Das heißt, meine anfängliche Aussage von wegen. Ne? Wenn da eine 3 vorne steht oder eine 2, ist es richtig schlecht gelaufen. Ist nicht ganz korrekt, weil ich werde jetzt hier auf jeden Fall eine höhere Zeit stehen haben, weil ich den jetzt nochmal bekämpfen werde. Weil glücklicherweise hat er wirklich nicht. Hat jetzt keine 8 Stunden gedauert, der Kampf. Das war also wirklich in Ordnung von der Dauer her auch. Das Ende war, hat sich ein bisschen gezogen, natürlich. Ah, okay, ich habe die gleichen Schüsse wie mit Niggi. Okay, Kaborski. Disc da unten können wir ja auch kaputt machen. Kann ich auch wirklich ein bisschen mutiger sein gegen die letzte Stufe. Show me your head. Das wäre so auch so lustig, wenn ich jetzt total am Rücken kaputt gehen würde. Ist irgendwie ein bisschen stärker, der Fagus? Kann das sein? Komm mir so vor. Okay. Ach, verflucht. Das war dumm. Okay, wenn ich einmal aus dem Rhythmus raus bin, ist natürlich scheiße. Komm, geh kaputt. Geh kaputt. Okay, jetzt rastet der aber wirklich komplett aus, ne? Komm. Ja, jetzt hat die Schussfrequenz ein bisschen verringert. Dafür schießt er jetzt 3 Discs auf einmal. Ja, okay, wunderbar. Okay, zack. Und kaputt. Kaputt bist du. Dann gehen wir mal kurz an den Rücken. Also nur diese Pups-Düsen da. Keine Ahnung. Kombüsen. Meins. Naja. Du kotzt mich hier nicht mit deiner Rotze voll, du Sack. Warum komme ich da nicht dran? Warum komme ich da nicht dran? Ja, ja. Zack. Und tschüss. Okay, jetzt noch die unterste. Kriegen wir gerade eben so noch hin, denke ich mal. Ich mach die Puppenritze. Ich werde mir jetzt erst auf. So. Löse deinen Kopf von deinem Rumpf. Und habe Spaß mit mir. Ja, ist ja, das ist ja auch Pillepalle. Hat letztes Mal nur ein bisschen gedauert, aber. Ich denke mal, jetzt kriegen wir vielleicht ein bisschen schneller hin. Ich bin auf jeden Fall auf die Endsequenz gespannt, auf die zweite. So, okay, dann habe ich auch nochmal erwischt, auf jeden Fall. Kann mir nichts anderes erzählen. Okay, das war ziemlich knapp, was ich jetzt getrieben habe. Ja, okay, komm. Ah, ob ich da jetzt was getroffen habe, ich bin nicht so ganz sicher. Eieiei. Ja, man sieht schon, ich bin auf jeden Fall nicht mehr so vorsichtig wie beim ersten Kampf. Es war ein Perfect, was ich gemacht habe. Ne? Muss man also mal so sehen. Das heißt ein Perfect. Ich habe kein einziges Leben verloren gegen den letzten Gegner. Und ich habe wirklich nicht nachgeguckt. Also das müsst ihr mir glauben. Will man zwar mir nicht glauben, ist okay. Weil, also aber nicht, weil ich unehrlich bin, sondern einfach nur, weil ich nicht der beste Spieler der Welt bin. Und gerade wenn ich sag, beim ersten Mal mache, so ein bisschen doch eine nicht so ganz steile Lernkurve habe. Sondern dann meistens mich immer erstmal ein bisschen einfuchsen muss. Aber in der Regel bleibe ich immer so lange dran, bis ich das dann irgendwann mal doch mal so halbwegs drauf habe. Auch wenn es dann hinterher auswendig lernen ist. Ja, okay. Ich habe noch 5 Trefferpunkte. Das sollte eigentlich reichen. Denke ich mal. Vielleicht. Hoffe ich mal. Hoffen ist, glaube ich, der bessere Begriff. So. Oh mein Gott. Also ich glaube, ich habe die jetzt schon deutlich öfter getroffen. Also vor allem zu diesem Zeitpunkt als mit Niki. Weil ich halt auch einfach viel länger im Bereich des Mundes bleibe. So. Ach, shit. Komm. Du kannst einfach die ganze Zeit deinen Mund auflassen. Das wäre viel, viel besserer. Ja, tschüss. So, da ging ja wirklich fix jetzt der Endgegner. Und tschüss. Ah, ich kann immer noch keinen Doppelsprung. Es wäre lustig, wenn ich mit dem nicht da hochkommen würde. Also ging auf jeden Fall viel schneller. Definitiv. Kann man nicht anders sagen. So viele Leben war das, ich hab mir gar nicht drauf geachtet, was ich hier oben eingesammelt habe. Schön. The End. So. Das Ende von Fagus.
Nikki? Nikki, wake up. Wake up. Wake up, Nikki. Wake up, Nikki. Wake up, Nikki. Ist auch ein bisschen wie im ersten Teil, ne? Also nur kurz nochmal als Erklärung. Beim ersten Teil, da hat man nämlich, war nochmal, da haben nämlich Niki und Fagus, dann waren das nämlich Zauberschüler, die haben, ist natürlich gut, dass ich am Ende des zweiten Teils die Geschichte des ersten Teils erkläre, ich weiß. Nee, aber da haben Niki und Fagus nämlich ein bisschen mit dem Zauberbuch rumgefummelt, haben nämlich dann ein bisschen Mist gebaut, haben dann ein Monster beschworen, was quasi dann die ganze Stadt und Welt gefressen hätte. Da sie es aber gestoppt haben, hatten sie zum Ende des Teils nämlich, ich glaube, einen Wunsch. War das nur ein Wunsch? Nee, die hatten noch drei Wünsche frei, oder? Ich weiß es gerade selbst nicht mehr so genau. Jedenfalls haben sie dann nämlich, oder beziehungsweise Fagus hat sich dann nämlich auch sowas gewünscht, wie, ne, dass es ganz viele von seiner Art gibt. Gut, und in diesem Fall hat er sich jetzt mit dem Kometen gewünscht, dass er, oder dass alles aus der Welt durch ihn verkörpert wird, offenbar. Die Sonne, die Blumen, ne? Und ja, Sid hatte da keine Lust drauf. Dann ist er explodiert. Ja. Ja, aber cool. Da wusste ich wirklich nicht. Also auch nicht, bevor ich das hier aufgenommen habe. Das war jetzt auch sehr spontan. Ich dachte, ja, machst du mal eben schnell, ne? Bevor du das nächste Projekt aufnimmst. Und cool, dass es hier zwei Enden gibt. Das hätte ich eigentlich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, da gibt es wieder ein gemeinsames Ende wie im ersten Teil. Aber okay. Also nochmal zurück zum Fazit. Wirklich ein spaßiges Spiel. Also 2,5D macht nicht viel falsch. Wird zum Ende hin auf jeden Fall auch schwieriger. Aber nicht schwierig, ist auf jeden Fall machbar. Das letzte Level, also das letzte richtige Level, nicht der Endgegner von gerade, ist sehr nervig. Ist viel Hin- und Her-Rennerei und so. Und bleh. Was mir natürlich Probleme macht bei solchen Spielen, ist immer die Kameraführung. Gerade 2,5D. 3D kann auch nervig sein, aber die sind ja meistens justierbar. 2D ist meistens okay, wenn da nichts zu nah dran ist. Aber hier, das ist halt so ein Mischmasch. Ne? Und das ist halt manchmal, dass man viel zu nah dran ist, man weiß nicht genau, wo man hinspringen muss. Oder aber, die ist so klein, ne? Dass man das schlecht abschätzen kann, wo man jetzt hinspringt. Und generell die Dreidimensionalität hier, wenn man dann quasi aus der Verfolgerperspektive geschaut hat, hat es das auch manchmal schwierig gemacht, abzuschätzen, wo man gelandet ist. Komischerweise muss man da wirklich sagen, das Paradebeispiel dafür, wie es gut gemacht ist, ist tatsächlich Crash Bandicoot, ne? Also da kann man meistens schon sehr gut abschätzen, wo man auch landen wird. Bei allen anderen Spielen, also sogar bei Spyro mit kleinen Abstrichen natürlich, aber bei allen anderen Spielen, da ist das wirklich nicht so gelöst wie bei Crash. Spyro ist schon sehr gut, was das angeht. Aber alle anderen PlayStation Spiele, die ich da gespielt habe, was Jump'n'Run betrifft, finde ich das immer super schwierig abzuschätzen. Und das hier reiht sich da genau mit ein. Am Großen und Ganzen, wie gesagt, hätte man sich damals mal aus der Videothek ausleihen sollen. Hätte ich mir das damals für 100 Mark gekauft, wäre ich natürlich enttäuscht. Weil ich sag mal, 4 Stunden Spielzeit, man könnte es natürlich nochmal komplett mit Fagos durchspielen. Oder man könnte es bestreben haben, alles zu 100% zu holen. Aber das bringt ja gar nichts. Also das bringt ja wirklich nichts. Das bringt ein paar extra Leben. Und ich hoffe, ich rede jetzt hier keinen Schmarrn, aber als ich gerade bei Google Pandemonium 2 Endings eingegeben hat, da stand jetzt nicht irgendwie 100% oder sonst irgendwas, sondern da stand einfach nur Nikis Ending und Fagus Ending. Ja. Deswegen also viel mehr zu holen, als das gibt's nicht. Also es hat auch keinen Wiederspielwert. Abgesehen von den gerade erwähnten Sachen, aber man kann ja die ganze Zeit frei auswählen, welchen Charakter man spielen will. Das heißt, man kann auch mit Fagus das letzte Mission machen, so wie ich das jetzt gemacht habe, und dann sagen, so, das war's für mich. Jo, wäre natürlich cool, wenn es jetzt zwei komplett unabhängige Kampagnen gewesen wären. Also wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel. Naja, gut. Ansonsten, ich überlege gerade. Ja, habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Spiel auch gefallen hat. War jetzt aber auch wieder ein relativ kurzes Gastspiel. Was heißt ein Gastspiel? Ich bin schon die ganze Zeit auf PlayStation 1. Ich werde auch noch ein paar Spiele da bleiben. Ich glaube, es kommen noch 4 oder 5 Spiele, wovon eins ziemlich lang sein wird. Gehe ich mal von aus. Zumindest war der erste Teil davon sehr lang. Hust, hust, ne? Wisst ihr Bescheid? Und das ist nicht Final Fantasy.
Ja, der Rest, der ist dann meistens so auch so zwischen, ja, ich weiß nicht, so in der Richtung oder aber halt ein bisschen länger. Das nächste Projekt wird wahrscheinlich auch länger werden als das hier auf jeden Fall. Da werde ich wahrscheinlich auch mal wieder eine 3 vorne stehen, da hatte ich schon lange nicht mehr so ein langes Projekt, wo ich über 30 Parts hatte. Das wird wahrscheinlich so gut wie keiner von euch schauen. Das war im ersten Teil nämlich auch genauso. Aber ich möchte gerne spielen, ich habe da voll Bock drauf. Schon lange her, dass ich mal so ein Spiel wieder gespielt habe. Und ist ein absolutes, das absolute Gegenteil von dem, was wir hier gesehen haben. Also hier ist ja total bekloppt, total bunt, total abgedreht. Und das ist schon ein relativ ernstes Spiel, relativ trist gehalten, dystopisch. Und ja, ihr werdet ja morgen sehen, was das ist, wenn ihr nicht schon eh von selbst drauf gekommen seid. Ne? Aber egal, gut. Ich hau jetzt ab, wollte ich schon sagen. Ich mache jetzt hier zumindest für diesen Part Schluss. Nehmen wir gleich in Folge direkt das nächste Projekt auf und ja. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch das Spiel und das Let's Play natürlich auch gefallen haben. Kam ja relativ gut durch und ja. Pandemonium ist damit jetzt auch komplett abgeschlossen. Und jetzt habe ich eigentlich wieder. Jetzt hätte ich wieder Platz auf jeden Fall für eine neue Reihe. Mal gucken, was die alte PlayStation 1 noch so hergibt, wenn ich wieder da angekommen bin. Also, ne? Viel Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.